Dankeschön. Ja, willkommen. Ich freue mich, dass für die letzten zwei Tracks noch so viele geblieben sind. Das ist ja auch nicht immer üblich. Mein Name ist Markus Ciolkowski, wurde ja schon vorgestellt von der QA-Ware. Das Q steht für Qualität, das A für Agilität, kein Big Data. Ja. Aber wir haben einige Projekte in die Richtung und heute möchte ich Ihnen Erfahrungen berichten, die wir in einem Projekt gesammelt haben, wo wir die Herausforderung hatten, eine bestehende Datenlandschaft zu Reverse Engineering. Was meine ich da oder warum der Begriff Data Reverse Engineering? Software Reverse Engineering kennt man, da habe ich Code und versuche die Architektur, also die Struktur des Codes, daraus zu lesen. Und Ähnliches gibt es natürlich auch im Bereich von Datenlandschaften. Wie kann man sich das vorstellen? Na, das kennen Sie vielleicht auch nicht aus Ihren Projekten. Man sitzt irgendwo und hat eine ganze Reihe von Datentöpfen in seinem Unternehmen oder bei dem Kunden und einige davon sind vielleicht schicker, andere weniger schick. Da gibt es vielleicht auch ein paar ganz alte Hobel und vielleicht auch ein paar ganz alte weniger schicke. Und irgendwo hat man meistens auch so eine Art Müllhalde oder ein Gerümpelkammer an Daten. Naja, und die Herausforderung ist, ich brauche jetzt bestimmte Informationen. Sagen wir mal, ich suche Kaninchen. Die gibt es jetzt in verschiedenen dieser Datentöpfe. Und ich brauche aber nicht irgendwelche, sondern ich brauche die, die die richtige Ausprägung haben. Also man sieht hier, der hat vielleicht kein Ohr, ja, und so. Also ich brauche das Kaninchen, was irgendwie meine Bedürfnisse erfüllt. Und dann gibt es manche vielleicht in komischen Farben. Also Datenqualität spielt immer eine Rolle und wir haben gestern auch gehört, meistens gibt es irgendwo Katzen, gerade im Big Data Umfeld. Ja, und was ich aber eigentlich will, ist, ich möchte einmal diese Kaninchen finden oder den Datentopf finden, wo ich meine Kaninchen alle zusammen habe und dann brauchen die noch ihre Möhrchen. Also ich möchte irgendwie wissen, wo kriege ich denn jetzt meine Möhrchen her und wie finde ich eigentlich zu jedem Kaninchen das richtige Möhrchen, weil die sind dann eifersüchtig und wollen vielleicht immer nur genau ihre Möhrchen haben. Ja. Und darüber will ich erzählen und damit ich das nicht im luftleeren Raum tue, möchte ich das an einem Fallbeispiel tun, an einem Projekt, an dem wir seit 2011 arbeiten. Das möchte ich auch zuerst vorstellen und dann eben die Herausforderungen, die wir da speziell hatten, nochmal herausschälen und auch die Lösung vorstellen, die wir da in diesem Zusammenhang entwickelt haben. So, das Projekt war eine After-Sales Information Research, nannte sich das eher, eine Art Enterprise Research Anwendung, eher Smart Data, wenn man mit Buzzwords um sich werfen will. Also es ging darum, für das After-Sales, das heißt bei einem Automobilhersteller alles, was nach dem Fahrzeugverkauf anfällt, also meistens so Werkstatt und Service. Da wollte man alle Informationen zusammenstellen und in einem vernetzten Datenbestand recherchierbar machen. Wir als Projekthaus haben da von der Konzeption bis zur Umsetzung alles betreut. Kenngrößen, das läuft seit 2011 und hat im Schnitt 23 Mitarbeiter, ist auch in einem agilen Modus unterwegs, was auch seine eigenen Herausforderungen hat. Darüber will ich gar nicht reden. Ganz grob, worum ging es da? In der bisherigen Anwendungswelt war es so, dass die Anwender, Anwender sind alle im After-Sales, das heißt der Serviceberater, mit dem man telefoniert, wenn man sein Fahrzeug hinbringt, der Mechaniker. Dann gibt es berechtigte Dritte, wie die freien Werkstätten, wie aber auch Polizei, wie Berufsschulen, also alle möglichen Anwendergruppen, die Informationen zu einem Fahrzeug brauchen, die will man eben mit Informationen versorgen. Und bisher war es dann so, dass die mit teilweise bis zu 7 unterschiedlichen Anwendungen umgehen mussten, in jeder Anwendung eventuell neu das Fahrzeug eingeben mussten, teilweise mit abwechselnden oder abweichenden Schlüsseln, also da gab es gewisse Schlüsselinkonsistenzen, was man so irgendwie nie erlebt im wahren Leben. Und ja, die Anwender hatten das Problem, die korrekten Informationen zu finden. Man muss natürlich sagen, das ist auch prinzipiell nicht schlecht, denn vorher gab es nur Papierkataloge, aber jetzt ist man in einer anderen, hat andere Technologien und kann da mehr. Und da war die Idee, naja, wir wollen ein Informationsnetz erstellen, das aus all diesen inkonsistenten Quellen Informationen einsammelt und Informationen zum Fahrzeug vernetzt recherchierbar macht. Grober Überblick, na, wir haben aktuell um die 40 unterschiedliche Geschäftsobjekte, das braucht man nicht lesen, das sind sehr viele. Und wie sieht das aus? Das ist eine Webanwendung,
die im Wesentlichen einen SOLAR-Index benutzt, um Informationen abzulegen und recherchierbar zu machen. Wir haben weltweit aktuell um die 30.000 Nutzer pro Woche, also das ist auch Tendenz steigend. Das Produkt existiert in 20 Sprachen. Wir haben pro Sprache 55 Millionen Geschäftsobjekte und insgesamt ungefähr 800 Gigabyte, die wir auf 20 Cores verteilen. Das ist jetzt nicht riesig, wenn man in Big Data Größenordnungen denkt. Aber die Herausforderung, die wir hatten, war auch eine andere. Nämlich, was macht das System? Dieser Index, den speisen wir aus so in der Größenordnung von 10 Backend-Systemen, die dann nächtlich einmal im Monat ihre Daten ziehen und den Index aktualisieren. Da hinten dran gibt es dann nochmal so um die 30 Datenquellen, um die wir uns dann zum Glück nicht mehr kümmern müssen. Und live zur Laufzeit integrieren wir nochmal 10 weitere Systeme, bei denen wir dann festgestellt haben, die müssen wir nicht im Index haben. Und am Anfang, als wir dieses Projekt gestartet hatten, hatten wir überhaupt keine Kenntnis oder sehr wenig Kenntnisse über die Datenlandschaft. Also wir wussten gar nicht, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, aus welchem System brauche ich das. Und das sind die Herausforderungen, auf die ich da eingehen möchte. Ich glaube, dass das ein Problem ist von vielen Projekten, noch nicht mal Big Data Projekten, aber ganz speziell, wenn ich in die Big Data Ecke gehe, habe ich eine Systemlandschaft und eine Datenlandschaft, aus denen ich Informationen für einen speziellen Bedarf brauche. Es gibt natürlich auch Projekte, die alles ansaugen und dann schauen, was wer finden kann, aber viele wollen ja doch schon für einen speziellen Bedarf ihre Informationen zusammen recherchieren. Und die Aufgabe ist dann, ich habe Informationen aus verschiedenen Datentöpfen und die will ich eben geeignet kombinieren, damit ich meine Use Cases unterstütze. Und Datenlandschaft heißt für mich, ich habe eben viele Datentöpfe, in denen liegen Informationen, teilweise redundant, teilweise leicht abweichend und mit sehr unterschiedlicher Datenqualität, aber auch sehr unterschiedlicher Dokumentationsqualität. Denn nicht immer gibt es jemanden, der sagen kann, was steckt denn in genau diesem Datentopf drin und warum sieht dieser Datentopf genauso aus, wie er aussieht. Und die Fragen, die man sich da natürlich auch stellen muss, ist, für welche Informationen brauche ich denn jetzt welche Datenquellen, welche eignen sich denn für meinen Zweck? Und wenn ich die Informationen habe, wie verknüpfe ich das denn? Naja, konkret hieß das für uns, wir hatten in der Größenordnung 60 Systeme, in den Systemen etwa 55.000 Entitäten und 5.000 Entitäten, 55.000, 60.000 Attribute. Und in diesen 60 Systemen mussten wir jetzt sagen, naja, wo gibt es denn da überall Fahrzeuge? Und welche Beschreibungsqualität haben wir? Da war uns zunächst mal wichtig, welche Attribute, also welche Eigenschaften haben die denn in den unterschiedlichen Systemen? Und naja, nachdem man das hat, ist man ja immer noch nicht fertig, denn selbst wenn man weiß, wo man seine Informationen hernimmt, habe ich die in unterschiedlichen Systemen drin. Und dann ist die nächste Frage, wie finde ich denn zu einem Fahrzeug die passende Dokumentation oder ich nenne es jetzt mal passende Maßnahmen. Und wenn ich in einem System bin und eine Information laden will, reicht mir dann eine Tabelle im Wesentlichen oder brauche ich noch mehrere? Das waren die Herausforderungen, die wir am Anfang hatten und wo uns überhaupt nicht so klar war, wie gehe ich denn davor. Denn, wie auch üblich, wahrscheinlich, wir hatten wenig Zeit. Wie so oft, mit wenig Leuten, sehr wenig Zeit, irgendwie sowas zu durchsuchen. Was macht man da? Na, irgendwie braucht man eine Übersicht, irgendwie einen Index. Was nimmt man? Excel vielleicht? Ja, das skaliert schon bis zu einem bestimmten Grad. Aber bei 55.000 Attributen haben wir uns gedacht, das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Und naja, man kommt relativ schnell auf die Idee, die ist ja auch recht trivial, ich möchte in Metadaten suchen. Und Metadaten sind letzten Endes auch Daten. Also Metadaten sind ja die Beschreibung von Strukturen. Und dann kann man doch die Metadaten irgendwie nehmen, in einen Index reinstopfen und auf dem suchen. Und dann überlegen, was kann ich noch mehr machen. Und wo kriege ich Metadaten her? Naja, in den meisten Tabellen haben oder meisten Datenbanken haben Schematabellen. Da kann ich nachschauen, was ist denn da über die Attribute und über die Relationen der Objekte untereinander gepflegt.
dann habe ich in den meisten Fällen doch irgendwelche PDFs oder andere Formen von Dokumentation. Also irgendwo, wenn man das Glück hat, die Leute zu finden, die sich auskennen, irgendwo gibt es ja meistens Dokumentation. In manchen Unternehmen, bei unserem Kunden war das in dem Fall auch so, die hatten sogar eine Art Stabsstelle, die sich darum gekümmert hat, ein unternehmensweites Datenmodell zu pflegen. Das lag dann in HTML vor, war natürlich nicht ganz konsistent mit der, weil das manuelle Pflege war, nicht ganz konsistent mit den tatsächlichen Tabellen, aber gut gepflegt. Und naja, dann hat man sowas wie HTML, XML oder Excel. Also man hat ja wie immer so einen richtigen Zoo an unterschiedlichen Datenquellen. Ja, was macht man normalerweise? Ich gehe mal relativ schnell hier drüber. Aber normalerweise habe ich auf der linken Seite meine Eingangssysteme, will erstmal verstehen, wie sehen denn die Eingangssysteme überhaupt aus? Welche Informationen hängen da drin? Wenn ich das habe, möchte ich irgendwie das abstrahieren und eingrenzen auf den Teil, den ich eigentlich brauche. Dafür muss ich manchmal Informationen ergänzen, die da auch fehlen. Also ich will eingrenzen, ergänzen, ich will auswählen können und sagen, das ist mein relevanter Ausschnitt. Und dann will ich daraus, ich sag mal, mein fachliches Modell für die Applikation ableiten. Denn das ist ja meistens nochmal ein Schritt, den ich optimiere auf meine Use Cases und auf meine Datenbank zum Beispiel. Und das ist halt auch iterativ. Und das Spannende ist, für all diese Schritte habe ich eigentlich die gleichen Herausforderungen, nämlich ich möchte über die Systemgrenzen hinweg suchen können nach bestimmten Informationen. Ich will Synonyme erkennen. Bestimmte Eigenschaften heißen halt ähnlich in unterschiedlichen Systemen, aber je nachdem, wann die angelegt wurden, wer die angelegt hat, heißen die halt leicht anders. Mal mit einer Abkürzung versehen, manchmal nicht. Dann möchte ich Informationen ergänzen können. Das heißt, Sachen, die mir meine Eingangssysteme, die mir meine bisherigen Metadaten nicht hergeben, die möchte ich natürlich auch irgendwie in meine Suche reinbringen können, damit ich einen vollständigen Blick auf die Sachen habe. Ich möchte eben auswählen können, damit ich nicht erschlagen werde von dem riesen Wald, sondern ich will meine einzelnen Bäume dann haben oder meine einzelnen Kaninchen. Und ich will jederzeit irgendwie, also ich bin auch ein visueller Mensch, ich brauche immer zwischendurch einen Stand, um mir das anschauen zu können. Und das will ich natürlich nicht immer manuell machen. Und da hatten wir eine Idee. Wir bauen doch eine Suchmaschine und indizieren da Informationen, machen die suchbar. Das können wir doch mit Metadaten auch machen. Können wir doch einen Index aufbauen und Metadaten aus unterschiedlichen Systemen einheitlich ablegen und darauf eine Suche machen. Das haben wir dann Meta-Information Research genannt. Ja, und die Idee ist einfach, irgendwie die Metadaten aus den heterogenen Eingangssystemen abziehen, in einem durchsuchbaren Index ablegen und einen teilweise automatischen, teilweise semiautomatischen Import zu machen, um Informationen da reinzupumpen. Von der Technik sieht es so aus, wir haben einen Metadatenindex, der ist aktuell so 25 Megabyte, gar nicht viel. Ne? Es gibt Loader, die quasi aus den Backend-Systemen die Schema-Informationen abzapfen und die aber auch aus verschiedenen Dokumentationsformen sich Informationen besorgen können. Und wir haben eine Reihe von Generatoren, um UML-Diagramme generieren zu können und auch für die Applikation zu Datenzugriffsschichten und sowas. Da sage ich gleich noch was zu. Was uns das unterstützt hat und die Herausforderung, die wir gerade in den ersten Wochen speziell hatten, war nämlich genau das. Ich brauche irgendwie eine Suche, ein Drilldown in den Metadaten, um zu verstehen, was ist denn in den einzelnen Systemen drin. Ich muss eben auswählen können, ich muss ergänzen können, die Informationen, die ich habe. Und eben, ich möchte Diagramme generieren können. Die Oberfläche sieht so aus, ich glaube, man kann es sogar lesen, ich war mir nicht sicher. Ja, wir haben irgendwie eine Form von Wildcard-Suchen, in dem Fall zum Beispiel suchen wir alles, was mit Fahrgestellnummer irgendwie zu tun hat. Und dann finden wir in allen Systemen, die wir im Index haben, alle Tabellen und alle Attribute, die irgendwie so heißen. Dann sieht man, manchmal gibt es da eine Fahrgestellnummer 7, manchmal ist es nur Fahrgestellnummer, manchmal Fahrgestellnummer 10. Also eine Reihe von Synonymen, wo man dann erkennen kann, naja, okay, vielleicht ist es doch dasselbe, vielleicht auch nicht.
Dann haben wir hier einen facettierten Drilldown. Das ist ja eine schöne Solr-Eigenschaft, dass wir sehen können, pro, in dem Fall, Tabelle, wie viele Tabellen haben wir denn, die einen ähnlichen Namen haben. Und dasselbe könnte man auch auf Systemebene machen. Und hier links haben wir eine Ansicht, wo wir für jedes System, was wir importiert haben, uns anschauen können, welche Entitäten, also welche Tabellen gibt es, welche Attribute haben die und welche Relationen sind denn da in den Metadaten gepflegt, so als Drilldown, um sich mal einen schnellen Überblick zu verschaffen. Und das erlaubte uns das Suchen über die Systemgrenzen hinweg, damit wir auch Hypothesen über Schlüsselbeziehungen und Hypothesen über Synonyme generieren konnten. Ja, und dann ist die Herausforderung, ich will auswählen können, welche der Entitäten aus einem Eingangssystem jetzt für mich relevant sind. Das haben wir relativ primitiv gemacht, da kann man ein Excel-Sheet exportieren, dann markieren, welche man braucht und wieder importieren. Ergänzen haben wir auch über Excel gemacht, das heißt, da haben wir einen Standard-Sheet, mit dem ich für beliebige Systeme angeben kann, Systemname, Attributname, kurze Beschreibung. Hat man importiert und schon ist es drin. Damit kann ich sowohl Informationen zu bestehenden Systemen ergänzen, als auch neue Systeme erfinden. Kann ja auch sein, dass es Systeme gibt, die jetzt noch gar nicht live sind, sondern erst in einem halben Jahr. Und wir hatten einen Trick, wenn wir eine Synonyme erkannt haben, konnten wir das in eine Synonymliste eintragen und darüber potenzielle Relationen erkennen. Das war hilfreich, um einen ersten Überblick zu bekommen bei schlecht gepflegten Eingangssystemen, wo also überhaupt keine Relationen drin waren, um mal zu verstehen, welche Objekte könnten denn da überhaupt zusammenhängen. Insgesamt generiert das aber so viele False Positives, dass das wirklich nur dafür brauchbar war. Und wir haben automatisierten Export, da haben wir ein Plugin geschrieben für ein Modellierungstool, was bei dem Kunden im Einsatz ist. Machen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben ein neues Geschäftsobjekt. Das war auch also das ist ein echtes Fallbeispiel, aber ein neues Geschäftsobjekt, was irgendwann später dazu kam. In dem Fall war das einfach, das System zu identifizieren. Da gab es nämlich genau eins. Also den Teil hatten wir schon. Aber jetzt haben wir das mal geladen. Mal geschaut, was ist da alles drin. Also wir hatten nach dem ersten Laden die komplette Liste der Entitäten. Die Datenbank war dankbar, weil die Relationen zwischen den Objekten recht gut gepflegt war. Allerdings, ja, wie so oft, natürlich keine Beschreibungstexte. Die Beschreibung war in einem PDF-Dokument drin, das ist auch nicht schlecht. Dafür haben wir einen semi-automatischen Import gebaut, dass man eine Tabellenstruktur einfach in XML überträgt und das kann man dann, also einfach Copy-Paste, und das konnten wir dann importieren. Und dann hatten wir für alle Entitäten, für alle Attribute eine Beschreibung aus der Spezifikation. Soweit, so gut. Und wenn man das jetzt mal generiert als Grafik, dann sieht das auf den ersten Wurf schon gar nicht schlecht aus. Man hat relativ viele Tabellen, okay. Einige Tabellen haben recht viele Entitäten, das waren so ein bisschen Attribute, sorry. Das waren so ein bisschen die Hauptentitäten in der Datenbank. So, und jetzt war die nächste Herausforderung natürlich, jetzt müssen wir das eingrenzen. Ja, okay, da muss man von den Hauptentitäten sich ein bisschen langhangeln. Man hat ja so seine Kandidaten, ein bisschen Dokumentation lesen. Und dann kommt man relativ schnell zu einem Satz an Tabellen, die man braucht, von denen man ziemlich sicher ist zumindest, dass man sie braucht. Aber in dem Fall war eine einzelne Entität jetzt nicht verbunden. Was daran lag, die hatte auch keine Relationen gepflegt, weder eingehend noch ausgehend. Okay, dann haben wir das uns in dem Mirror angeschaut und dann kann man schön suchen über die Entität, diese eine, die leer hing, und dann sieht man, okay, da gibt es zwei Hinweise in der Beschreibung auf Fremdschlüsselbeziehungen. Das haben wir dann gemacht, dann haben wir in ein Excel-Sheet einfach eingetragen, welche Beziehungen uns da gefehlt haben, nämlich eine Hat-Beziehung von einer Entität und einem Attribut zu dieser fehlenden Entität und diesem Attribut, und eine Multiplizität kann man noch angeben. Und dann haben wir das importiert und dann sieht es so aus. Dann hat diese andere Tabelle hat jetzt eine Beziehung zu der Tabelle, die vorher leer hing,
Und wir haben das auch in der Suche so drin. Wir haben auch immer markiert, woher wir denn die Informationen haben, dass wir auch immer in der Suche noch erkennen konnten, woher kommt denn die Information, ist das manuell ergänzt oder nicht. Ja, und dann nächster Generierungsschritt, dann sah es schon so aus. Also jetzt war alles drin, wir hatten eben auch die Attribute und die Relationen, so wie sie beschrieben haben, komplett drin. Wir haben das auch so gebaut, dass Vererbungshierarchien zum Beispiel auch direkt als Vererbung erkannt werden bei dem Import. Mit diesem Mirror haben wir es dann eben geschafft, diese Suchen zu unterstützen. Wir konnten Synonyme und Ähnlichkeiten erkennen und für zukünftige potenzielle Relationen berücksichtigen. Wir konnten Informationen ergänzen und eben eingrenzen die für unseren Zweck relevanten Kandidaten und jeweils auch den aktuellen Stand visualisieren. Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die das Tool nicht adressiert, da sage ich gleich noch was zu. Aber das war gerade am Anfang unter dem Zeitdruck unser Hauptproblem. Erstens mal einen Überblick zu verschaffen, was gibt es denn da? Und dann haben wir gesagt, naja, man können jetzt natürlich auch unsere eigene Applikation in den Metadaten verwalten. Zumindest das Datenbankmodell. Warum sollten wir das machen? Ja, das Spezifizieren ist relativ einfach. Wir hatten schon ein Excel-Format, in dem man eben Daten importieren kann, Systeme spezifizieren kann. Und was wir dann jetzt bis heute machen, ist eben aus dieser Spezifikation der Datenbankschicht sozusagen die Zugriffsschicht in der Applikation generieren. Wir generieren das Datenbankschema in Solr und natürlich jeweils immer eine aktuelle Dokumentation. Der Vorteil dabei ist, ja, wer sich mit Solr auskennt, weiß, das ist ein relativ flaches Schema. Es kennt keine fachlichen Entitäten, logischerweise, dafür ist es nicht gebaut. Das heißt, die Anwendung muss immer dafür sorgen, dass der komplette Satz an Attributen halt korrekt geschrieben wird. Und wenn ich eine Spezifikation ändere, muss ich es an mehreren Stellen ändern. Und dadurch haben wir eben eine Stelle, an der wir die Spezifikation von fachlichen Objekten ändern können und automatisch an drei Stellen inklusive Dokumentation ist das dann nachgezogen. Das ist bis heute was, was uns relativ viel Zeit spart. Die Datenlandschaft verstehen wir heute recht gut, also diesen Bedarf schnell zu suchen über verschiedene Systeme, den haben wir aktuell nicht mehr so, aber das ist durchaus noch ein relevantes Problem, was wir bis heute haben. Und ja, in Mirra haben wir dann unter der ganzen Systemliste ist unser aktueller Release-Stand auch als ganz normales System sichtbar mit Drilldown und allen Informationen, die wir da gepflegt haben. Und der Import, ja genau, man hat auch einige Speziallocken natürlich, um das Solr-Schema zu spezifizieren, weil da gibt es dann schon noch Eigenheiten, die nicht für jedes System relevant sind. Aber die Spezifikation ist relativ einfach. Das ist ein Excel-Sheet, bei dem ich sage, für dieses System, Entität und für dieses Attribut habe ich folgenden Datentyp und ich habe folgende Solr-Spezialitäten. Das sind oft so Dinge wie, ist es denn stored, multivalued, solche Sachen. Und wir haben eine Beschreibung für die Abbildung auf die Eingangssysteme, damit die Wartung der Loader und der Datenextraktion gut unterstützt wird. Technisch ist das im Wesentlichen ein Maven-Plugin, da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Das generiert uns einfach die Zugriffsschicht, was sehr praktisch ist. So, zusammenfassend. Wir sind ausgegangen von einer Situation mit vielen Datentöpfen, wo wir eben nicht wussten, aus welchem Datentopf oder welcher Datentopf ist denn für unser Zweck der richtige und welche kann man denn ausschließen. Und wenn man die richtigen Datentöpfe identifiziert hat, ist die nächste Herausforderung ja immer noch herauszufinden, wie sind denn die Informationen innerhalb oder zwischen den Datentöpfen verknüpft. Und da haben wir ein Tool eben gebaut auf Basis von Solr. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Herausforderung für Solr, aber es hat für uns die Suche in den Metadaten sehr gut unterstützt. Wir konnten auswählen, eingrenzen und uns so hinarbeiten von Verstehen des Eingangssystems bis hin zu dem, zum Erkennen, was ist denn der relevante Teil, den wir für unsere Applikation und für unseren Zweck brauchen.
In dem Projekt hat uns das eben geholfen, in der kurzen Zeit, die wir hatten, ungefähr einen Monat, mit drei Leuten diese Datenmenge von 60 Systemen einzugrenzen auf, am Anfang waren es glaube ich 6, die wir gebraucht haben, und die entsprechenden fachlichen Entitäten, das waren in der Größenordnung von 10 im ersten Release. Und ich glaube, sonst hätten wir das auch gar nicht geschafft. Auch dadurch, dass man immer wieder solche Zwischenstände anschauen konnte, waren wir da durchaus in der Lage, sehr schnell vorzugehen. Und bis heute, dadurch, dass wir das fachliche Modell auch modellieren und auch in unserer Meta-Informations-Research verwalten, können wir eben bis heute mit einer Spezifikationsquelle die Zugriffsschicht, die Datenbank und die Dokumentation verwalten. Aber das waren die Herausforderungen, für die wir das gebaut haben. Das ist natürlich logischerweise nicht alles. Bei so einer Applikation, selbst wenn ich die richtigen Daten oder einen Kandidaten für Datentöpfe rausgefunden habe, ist natürlich dann eine riesige Fragestellung Datenqualität. Ich habe drei Kandidaten für Fahrzeuge und muss dann reinschauen, sind die denn vollständig beschrieben? In welchem Dialekt sind denn die Fahrzeuge beschrieben? Wie bei, in dem Fall war das so, dass es mehrere Datensilos natürlich gab. Jeder hat so seinen eigenen Dialekt gepflegt, wie Fahrzeugeigenschaften beschrieben werden. Und da muss man natürlich erstmal reinschauen in die Datentöpfe und feststellen, dass auf Datenebene die Schlüssel gar nicht matchen. Und dann muss man irgendwie rausfinden, was könnte denn ein Mapping sein von Schlüsselwerten. In unserem Fall war es auch so, ich habe am Anfang ja gesagt, wir haben 20 Sprachen weltweit ausgerollt. Naja, guckt man natürlich in Systeme, die einen Sprachcode gepflegt haben als Attribut. Okay, wenn man aber reinschaut, muss man immer noch gucken, sind denn alle 20 Sprachen da oder habe ich nur 2? Und sind das irgendwie Texte, die für die Anzeige gegenüber dem Endnutzer überhaupt gedacht sind? Oder sind das irgendwie, sind die nicht freigegeben? Das hatten wir an sehr vielen Stellen, dass wir zum Beispiel nur Großbuchstaben, die recht hässlich gepflegt waren, so für einen Host im Wesentlichen, dass wir nur solche Daten hatten. Teilweise bis heute, aber in einigen Stellen konnten wir dann Systeme auch identifizieren, wo die Sprachen und die Sprachtexte entsprechend gepflegt waren. Genau. Und eben solche Fragen auch wie, wenn ich es vollständig habe, sind die Schlüsselbeziehungen konsistent, habe ich redaktionell gepflegte Texte, wie sieht eigentlich der Prozess aus? Teilweise gibt es ein Stammsystem, in dem Informationen drin sind, dann geht nochmal ein Redakteur irgendwie manuell dran und dann landen die Daten in einem ganz anderen System. Und solche Tricks muss man natürlich auch erkennen. Dabei hat uns das mehr nicht geholfen, sondern da haben wir im Wesentlichen in die Datenbanken reingeschaut. Naja, da gibt es natürlich ein paar Ideen, die wir hatten, haben wir aber nicht mehr eingebaut. Also es gibt Data Profiler, klar, die sowas von Haus aus unterstützen. Wir hatten da auch die Idee, naja, wenn wir schon einen Solar haben für die Metadaten, kann ich da natürlich auch mal aus den relevanten Systemen einfach Daten reinstopfen. Das ist ja jetzt was für Solar nicht eine besondere Herausforderung. Genau. Aber das wäre so eine zukünftige Arbeit, die wir noch uns vornehmen würden. Damit bin ich auch schon durch. Danke.